In diesem Video wollen wir uns einmal damit beschäftigen, die Werte, die hier verändert werden, auch wirklich zu nutzen. Dafür müssen wir irgendwie hier mit den Feldern interagieren und zwar darauf achten, wenn sie geändert werden, dass wir dann irgendwas tun. Und das funktioniert über sogenannte Field Listener. Das heißt, wir fügen hier in den Commands, weil das ist jetzt ein Command, einen Field Listener hinzu. Ja, und der Field Listener hört auf das Length Field. Und jetzt müssen wir noch genau hinzufügen, was soll denn eigentlich passieren, wenn sich da irgendwas ändert. Und zwar der Command und du sollst Adjust Length machen. Ja, ähnlich. Wieder ein Field Listener für den Diameter und du sollst Command Adjust Diameter. Wäre ja schön, wenn es so funktioniert. Wir speichern das einmal, wechseln wieder rüber, sagen Reload Definition und kriegen zwei Fehler. Nichts Schlimmes, aber hier unten sehen wir das auch. Wir können diese beiden Funktionen, die Scripting-Funktionen, Adjust Length und Adjust Diameter, nicht finden. Okay. Das Problem müssen wir irgendwie lösen. Und das funktioniert über die Python-Datei. Also gehe ich wieder Rechtsklick auf den Applicator, auf unser Makromodul, auf Related Files, auf applicator.py für Python-Datei, gehe dort rein. Und in dieser Datei muss ich jetzt genauer spezifizieren, was diese Funktionen machen sollen. Ich werde erstmal nur versuchen, genau diese roten, diesen bösen Error wegzubekommen. Dafür definiere ich mal diese beiden Funktionen. Und zwar heißt die eine Adjust Length. Ja, und das ist der typische Python-Code, den wir schon kennen. Und wir kriegen jetzt vielleicht ein neues Stichwort und das heißt Parse. Der macht einfach gar nichts. Ja, geht einfach nur durch. Und die zweite Funktion heißt Adjust Diameter. Und diese Funktion macht auch erstmal gar nichts. So, wenn diese beiden Funktionen so existieren, speichere ich das Ganze einmal, klicke hier nochmal auf Reload Definition und sehe, wunderbar, Fehler weg, das heißt, alles gut. Ich kann trotzdem noch hier draufklicken und irgendwas ändern, es passiert aber immer noch nichts, aber ich habe hier zwei Funktionen. Jetzt möchte ich natürlich einmal testen, funktioniert das denn auch? Dafür könnte ich zum Beispiel an dieser Stelle mal einen Print-Befehl einfügen. Und printe einfach mal Länge geändert. Ausrufezeichen. Speichere das nochmal. So, wie funktioniert das nun? Wenn ich hier die Länge ändere, ändert sich ja hier drüber, also hier in dem Feld passiert was, dann sollte die Funktion Adjust Length aufgerufen werden und diese Funktion Adjust Length sollte Print Länge geändert ausgeben. Okay, wir dürfen nicht vergessen, einmal Reload machen, öffnen das Ganze und wenn wir unsere Länge ändern, sehen wir hier unten in der Konsole im Output, ja, Länge geändert, Länge geändert, Länge geändert. Wenn wir jetzt schließen, sehen wir hier sieben Informationen. Wir haben siebenmal die Länge geändert. Das hat uns nicht weiter zu stören. So, wunderbar. Jetzt müssen wir aber auch noch irgendwie auf die Werte zugreifen, die in diesem Längenfeld sind. Ja, wir haben hier ja irgendwie Werte, aber auf die können wir gar nicht zugreifen. Also irgendwie wäre ja es ganz schön, wenn ich einen Wert habe, der meinetwegen jetzt Length heißt. Ja, aber den muss ich irgendwie erreichen. Und den erreiche ich in Mavis Lab über Felder. Da greife ich mit ctx.field. Jetzt muss ich den Namen des Fields eingeben. Und unser Name des Fields war einfach nur, wenn wir hier nochmal nachgucken, Field Length. Dann gebe ich doch einfach mal nur den Namen Length ein. LE. Ah, ich kriege sogar den Vorschlag schon. So. Und wenn ich jetzt den Punktoperator nutze, kriege ich nochmal ein paar Möglichkeiten. Wichtig, ich will davon immer den Wert haben, also den Value. Oh, dann probiere ich einfach mal. Statt hier Print Länge geändert, möchte ich einfach mal die Länge ausgeben. Ja,
speichere das Ganze einfach einmal, lade einmal mein Modul neu, öffne das nochmal, ändere die Länge und sehe, ich kriege immer die entsprechende Länge ausgegeben. Das heißt schon mal, ich kann, habe in dieser Funktion die Länge, die hier in dem Panel steht, diese hier, habe ich hier. Jetzt muss ich sie nur noch übertragen. Naja gut, erstmal mache ich das gleiche hier mit dem Diameter, hole den hier rein. Diameter ist gleich ctx.field und das Field hieß Diameter und nicht vergessen, am Ende steht immer der Value. Und genauso gebe ich mir den hier einmal aus. Ups. Diameter. Hoch. So. Speichere das einmal ab. Lade neu. Jetzt kann ich hier die Länge ändern und hier den Diameter ändern und sehe, wunderbar. Auf jeden Fall kann ich auf die Werte zugreifen. Im nächsten Video beschäftigen wir uns dann, wie wir dann diese Werte, Length und Diameter, an unseren Applicator übergeben. Und zwar so, dass der hier auch wirklich seine Dicke, also den Radius und seine Länge ändert.